Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Nuzlocke. Ja, im letzten Part haben wir drei Teammitglieder verloren. Ich habe echt ein Problem mit Wasser-Pokémon. Lumpy down, Light down. Oh, ich hoffe, ich krieg irgendwas, was das wieder ausgleicht. Nein, es kommt doch nicht mit Carpador only. Oh Leute, das ist echt nicht feierlich. Ich will heute auf jeden Fall noch in den Kraterwerk. Und da halt noch. Also auf der nächsten, der Route neben Ewigenau. Und im Kraterwerk will ich noch ein Pokémon fangen in dieser Episode. Nächstes. Das war halt so. Ich weiß nicht, warum man solche Trainer ins Spiel einbaut. Ich weiß das echt nicht. Wieso tut man das? Das ist doch einfach nur. Boah, soll ich die einfach auslassen? Ich weiß es ja nicht. Nee, lieber nicht. Ich komme noch nicht drauf klar, dass einmal in der letzten Episode Snape, Deathwing und Dracula abgekratzt sind. Es will nicht in meinen Kopf, bin ich ganz ehrlich. Ich stelle mir nämlich im Moment wirklich die Frage, ob ich diese Challenge schaffe. Ich sage, oh, das ist schwierig, ne? Ich habe schon das Crit-Pech. Blumenvieh gecrittet, Light gecrittet. Endlich Konfusion! Es wurden ja quasi alle meine Pokémon gecrittet. Außer Slave. Ah ne, noch nicht gecrittet. Irgendein Pokémon, das die schnell wegkriegt. Vielleicht Play Bunny mit Slepokuki. Oh. Wie lange geht der Kampf jetzt eigentlich? Oh, fast 4 Minuten oder so, oder 3 Minuten. Geil. Oh, ich hasse diese random, unnötigen Trainer. Oh, jetzt noch Copping Corner.
Ein Pokémon. Danke Gott. Boah, das Goldini wird mir 100 Pro jetzt richtig hart Probleme machen, oder? Oh, sieht aus, wie würde ich sogar einen Crit überleben, oder? Okay, wenn er... Wenn mich das jetzt confused, ne, dann habe ich echt das... Ah, okay. Ich bin nicht weggehext wie sonst was. Ne? Oh Gott. So, dann haben wir das schon mal. Noch ein Trainer, ey, zum Glück. Lass mal Play Bunny mal vor. Oh mein Gott! Jawohl. Jawohl! Jetzt gehe ich einmal heilen. Boah, ich habe noch eine Idee, was wir in diesem Part machen. Genau das machen wir jetzt. Jawohl. Ja, den Forscher sagt. So. Ja, wir gehen jetzt mal in den Untergrund. Oder geht das nicht? Weil das ein Emulator ist. Das ist eine echt gute Frage. Denn ich würde mir gerne ein Fossil-Pokémon holen. Ein Schildhaus wäre cool. Das wäre wirklich so, das wäre ziemlich cool. Geht, oh, es geht. Nice. Hallo Fight. Sind die alle miteinander verbunden? Nein. So. Weiß nur nicht mehr, wie das funktioniert. Ich muss ja hier irgendwie durchlatschen. Und dann findet sich auf dem Radar irgendwann so ein Punkt, an dem ich graben kann. Mach mal hin, ey. Machen. Da! Jetzt sieht man es auf der Karte, diese leuchtenden Punkte. Das sind solche... Ja! So. Also. Ja. So. Ja, da waren jetzt nur Sphären drin. Die bringen mir theoretisch nicht allzu viel. Aber man kann die hier gegen Sachen tauschen, oder? Ja.
Ja, da kann man so. Kann man quasi traden. Hä, das muss doch hier irgendwo sein, oder? Hier? Das ist voll schwer zu links. Da. Ach ja, noch eine Frage. Hättet ihr irgendwann Interesse an ein FIFA Let's Play? Also, denn ich war mir überlegen, wenn ich mal Geld über habe, mir FIFA für den PC zu holen, FIFA 16, dann würde ich das auch gerne aufnehmen. Ich meine, so einen Karrieremodus oder ein bisschen Ultimate Team. Ich meine, ich habe da nie wirklich viele weil ich habe da nie wirklich viele Coins bei Ultimate Team. Aber ich würde mir dann so ein Team bauen oder einfach Online-Saison spielen. Ich meine, Bock hätte ich da schon drauf, ne? So ist das ja nicht. Ich werde es, glaube ich, einfach irgendwann mal, wenn ich Geld habe, wenn ich Geld über habe, das nicht so oft vorkommt. Was nicht so oft vorkommt, dann würde ich mir nämlich holen. Könnte ich es auch aufnehmen, aber wenn da jetzt kein Interesse besteht, dann lasse ich es einfach nur für hole ich es mir halt für PlayStation 4. Und dann sehe ich da auch keinen Sinn drin. Ist halt nur mal eine Frage. Hä, wo ist der Scheiß? Nee, Antivir, verpiss dich. Ein Ranz. Wo soll das sein? Auf dieser Höhe. The shit. Wow. Es gibt mir ein verdammtes Fossil. Oh, eine Herzschuppe, das ist nice. Wisst ihr was, Leute, bevor wir jetzt hier die ganze Folge hier verschwinden, mache ich wieder einen kleinen Cut und wir sehen uns, wenn ich ein Fossil gefunden habe. So, weiter geht's. Ich habe jetzt eine halbe Stunde da unten rum hantiert. Und oh, ich habe wieder den Sound vergessen. Entschuldigung, Leute. Und da kam einfach wirklich nichts. Nichts kam da. Das fand ich richtig heftig. Deswegen machen wir einfach weiter. Unser Rivale. Rivale? Rivale. Oh, beeil dich. Oh shit. Der schon wieder.
Habe ich eben gelesen im Internet. Ah, Drakotafel. Ich gewiefter Fuchs. So, hier dürfen wir ein neues Pokémon fangen. Und wer wird unser neues Teammitglied? Ich guck mich hin. Bidiz haben wir schon. Boah, Junge, bin ich gut. Versucht die jetzt alle am Ruf zu erkennen. Okay, Augen wieder zu. Noch ein Bidiza. Oh, jetzt hab ich nicht gekommen, nur Bidiza. Augen zu. Girafarik? Oh, Klinklen. Klinklen. Okay, dann schmeißen wir jetzt Ballwurf, ich egal. Schmeißen wir mal einen Ball. Das kommt man halt nie, das wird so Palimpalim, ne? Oh, war noch nie der Fan von Palimpalim. Och, komm jetzt. Ich hab das Pokémon noch nie gefangen. Oh, leck mich. Ich glaube, das ist... ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, das war ein Stahl-Pokémon. Psycho-Stahl kann das... Machen wir ein bisschen Damage. So, jetzt aber. Aha. Erstmal, dass ich einen Klingklim hab. Aha. Oh, Monopsycho. Und da bin ich mal wieder sehr originell. Und nenne es Glöckchen. Ich dachte immer, es wäre Stahlpsyche. Jetzt haben wir deine Werte. Okay, das ist ja mal gar nicht so schlecht. Bin ich sogar ein bisschen impressed. Also was? Ich schlepp dich mal ein bisschen mit. Hab ich den... Timer gestartet. Oh nein, jetzt kommt die. Das ist Pumpex. Alter, schön, wie heißt du denn? Ach, schön, blablabla. Mein Name ist Cynthia. Mythologie. Weißt du, die labert mich voll. Aber wenn kein Wort, dass sie der scheiß Champ ist, Mann. Oh, ich mag die Musik. Oh. Geht aber jetzt noch den Markt Pokébälle kaufen. Denn ich hoffe auf ein Pokémon, das ich auch noch nie benutzt habe. Im Kraterwerk. Also ne? Dass im Kraterberg ein Pokémon kommt, das ich noch nie benutzt habe. Das ich auch mal, gerne mal testen will. Haben wir mal eine Menge Bälle hier. Ja. Haben wir noch ein paar Tränke. Ein paar Supertränke. Jawohl. Dankeschön. So. Der
Timer. Boah, das macht manchmal auch so Phrasen, ey. 8 Minuten noch, ja. Let's go! Boah, ich liebe die Musik im Pokémon-Spielen, ey. Nichts Besseres. Komm, hier ist kein Trainer mehr. Kein Trainer. Oh, ich sneaky Bastard. Okay. Oh, was wird uns hier erwarten? Ah, wenn da jetzt Knatscher rauskommt, juckt nicht. Oh. Und ein Eisheiler. Oh, Icy. Komm schon. Was ist? Ich guck wieder nicht hin. Kleinchen haben wir schon. Leute, ich gucke wirklich nicht. Also das könnt ihr mir glauben. Okay. Wieder weggucken. Kleinschein haben wir schon. Juhu! Kann das hier gar nicht kommen. Kommt das erst in anderen Etagen, sage ich jetzt mal. Weggucken. Mach hallo. Nee, danach habe ich eigentlich nicht gesucht, aber naja. Glöckchen, dann zeig mal, was du drauf hast. Ich habe eigentlich auf einen Bronzel gehofft. So, oh Gott! Okay, alles klar, Alter. Instant Critter oder was? Gibt der Selfit. Hm, wie nenne ich das denn? Ich nenne es Macho, also Macho, aber falsch geschrieben. Macho nenne ich es. Macho. Ist ja auch Macho, genau. Weiß ich kacke. Also ich finde Macholle echt nicht gut. Macho Mai was anderes? Oh oh. Macho Mai ist da was anderes, aber man hat nie die Option zu tauschen, deswegen ist das auch so. Oh nein, ein Kleinstein. Copying. Oh nein, mein Handy eskaliert. Nein, Internet aus. Oh nix, ja. Copy, mach mal. Was sagt der Timer? 3 Minuten. Ich glaube, ich mache heute mal was früher Schluss. Nach dem Kampf mache ich dann mal Ende. Ah, kein Level Up. Ah, schade.
Egal, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.